أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Die Frage, wie hoch sollte die Brautgabe für die Frau sein? Auf Arabisch Al-Mahr. Zunächst einmal, die Religion des Islam hat uns keine bestimmte Höhe aufgetragen. Aber aus den allgemeinen Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird deutlich, dass man bei dieser Sache bescheiden sein sollte. Er sagte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung von Al-Hakim und Al-Bayhaqi, und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt in Sahih Al-Jami', dass sie authentisch ist, خير الصداق أيسره. Die beste Brautgabe ist die am gering gehaltene Brautgabe. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Mann in einer Überlieferung bei Imam Al-Bukhari rahimullah ta'ala, تزوج ولو بخاتم من حديد. Heirate, selbst wenn es mit einem Ring aus Eisen ist. Auch vollzog der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ehe seiner Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha und dem Cousin von ihm Ali ibn Abi Talib auf eine sehr bescheidene Art und Weise, was ein Beispiel für diese islamische Nation sein sollte. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtete: "Anna Aliyan qala tazawwajtu Fatima." فقلت يا رسول الله ابني لي قال أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية قلت عندي قال فأعطيها إياه. علي sagte رضي الله عنه zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Gesandte Allahs, beschleunige die Heirat. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, gib ihr etwas. So sagte Ali رضي الله عنه, ich besitze nichts. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo ist dein Schild? Ali radiallahu anhu sagte, ich habe es bei mir. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gib ihr dieses. Das bedeutet das Schild. Das war die Brautgabe für die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über die in den beiden authentischen Hadithbüchern bei Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr sagte, أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك. Würde es dich zufrieden machen, dass du die Führerin der Frauen im Paradies oder der gläubigen Frauen bist? So lachte ich, sagte Fatima radiallahu anha wa ardaha. Und welches Gewicht hat sie gehabt? Wir haben das in dieser Überlieferung erfahren. Trotzdem war ihre Brautgabe nicht wirklich hoch. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte, wie in einer Überlieferung bei Ibn Majah verzeichnet ist, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist sahih in sahih Ibn Majah, لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. Übertreibt nicht mit der Mahr, mit der Brautgabe für die Frauen. Wenn dies ein Zeichen der Ehre und Würde in dieser Welt oder ein Zeichen der Furcht vor Allah wäre, dann hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses vor dir getan. Und er sagt weiter, Umar ibn al-Khattab radiallahu an, ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. Er sagte weiter رضي الله عنه, jedoch gab er keiner seiner Ehefrauen und keiner seiner Töchter mehr als 12 أقية. Denn ein Mann könnte so viel an Brautgabe zahlen, bis er Hass gegen seine Ehefrau empfindet und sagt, du hast mich alles gekostet, was ich besitze, und hast mir große Probleme verursacht.
denn immer wenn er die Schulden zurückzahlt oder nur darüber nachdenkt, bekommt er Groll gegen seine Ehefrau. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt in Fatawa al-Kubra, فَمَنْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ أَنْ يَزِيدَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ عَلَىٰ صَدَاقِ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُنَّ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ وَهُنَّ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فِي كُلِّ صِفَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ أَحْمَقٌ وكذلك صداق أمهات المؤمنين وهذا مع القدرة واليسار فأما الفقر ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى sagt, wer auch immer daran denkt, die Mahr seiner Töchter zu erhöhen und nach mehr fragt, als den Töchter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde, obwohl sie natürlich die besten Frauen in dieser Welt waren, in allen Dingen, dieser ist ein ignoranter Dummkopf. Das gleiche gilt für das nach mehr Fragen als den Müttern der Mu'minin. Das heißt, dass man mehr verlangt, als den Mütter der Gläubigen gegeben wurde. Dies gilt selbst dann, wenn man vermögend ist und es sich leisten kann. Aber bezüglich desjenigen, der arm ist, so soll er kein höheres Mahr geben, als er sich leisten kann zu zahlen, ohne jegliche Last auf sich zu nehmen. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, er sagt in Zad al-Ma'ad, in seinem Werk, Al-Mughalah fil Mahri makruha, die Brautgabe zu erhöhen, ist unbeliebt. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك